Red Send Zone. Hallo YouTube, das ist der Philipp mit F von Red Send Zone und willkommen zu einem weiteren Tutorial. Heute zeige ich euch, wie ihr die Zen Minimap in eure aktuelle Minecraft-Version installiert. So, fangen wir einfach mal an. Schickes Wallpaper, ne? Finde ich auch, habe ich mit Photoshop gemacht. Naja, anyway, fangen wir einfach mal an. Das hier ist die Seite, wo man sich sie runterladen kann. Für die, die es noch nicht wissen, Zen Minimap ist eine kleine Karte, wie der Name schon sagt. Die ist oben, kann man oben in die Ecke in Minecraft einblenden, hat viele coole Features, wie ein Wegpunkt oder halt wie so eine kleine Navigation. Die hat halt auch mehr Funktionen als die jetzt seit Beta 1.6 integrierte Karte in Minecraft. Ja, die kann man sich hier runterladen. Den Link tue ich auf jeden Fall schon mal in die Beschreibung, natürlich vom Minecraft-Forum. Und fangen wir einfach mal an. Let the tutorial begin. Also, ja, nehmen wir mal an, ihr habt sie schon runtergeladen. Wenn ihr es nicht macht, solltet ihr es machen, denn sonst könnt ihr sie nicht einfügen. Ist ja logisch. Also, ihr habt hier eure Downloads. Hier habt ihr die Zen Minimap 10.3 für die aktuelle Version. Und hier habt ihr, ihr öffnet ein weiteres Explorer-Fenster, das vereinfacht euch das Navigieren. So, was macht ihr jetzt? An der aktuellen Version von Minecraft ist speziell, dass man für Zen Minimap keinen Modloader mehr braucht. Es gibt ja den Modloader von Rigosame, der ist ja allbekannt. Und für diese neue Minecraft-Version braucht man keinen Modloader mehr ab dieser neuen Minecraft-Version. Und ihr habt hier die RAR-Datei, ihr solltet WinRAR haben. Und dann geht ihr in eurem anderen Explorer-Fenster auf euren Namen. Bei mir ist es jetzt Philipp. AppData, ihr müsst den Ordner zuerst sichtbar gemacht haben. Wenn nicht, gebt ihr einfach in der Suche %AppData% ein. Ihr geht jetzt hier auf AppData, Roaming und dann seht ihr hier .Minecraft. Den Ordner kennt so gut wie jeder, der schon mal was gemoddet hat. Habt hier Bin, Config, Mods, Resources, Saves, Stats, Texture Packs. Ja, Mods. So, ihr könnt auch zur Sicherheit nochmal entpacken, ob den Ordner, wenn ihr wissen wollt, ob da noch was drin ist. Nein, braucht ihr nicht in diesem Fall, weil manchmal sind halt bei Mods noch so kleine Zusatzordner, die man schnell mal übersieht. Aber in diesem Fall ist das nicht so. Und jetzt habt ihr hier die Zen Minimap 10.3. Was macht ihr jetzt? Ihr geht in euren Bin-Ordner. Und dann habt ihr hier Minecraft.jar und im Moment wird er erst standardmäßig mit Java öffnen. Ihr macht aber einen Rechtsklick drauf, direkt auf den Namen. Dann geht ihr auf Öffnen mit WinRAR Archiver oder wie das heißt. So. Laut Beschreibung braucht man keinen Modloader mehr. Ich habe das auch zuvor nicht eingefügt. Das heißt jetzt ein ganz spontanes Tutorial. Und ich nehme jetzt mal an, ihr öffnet das auch mit WinRAR. So, jetzt ziehen wir es mal rüber, der Ordnung halber. Und so, ja, das ist halt blöd, wenn man zwei Bildschirme nebeneinander macht. Da gibt es diese nette Funktion auf der einen Seite nicht mehr. So, jetzt habt ihr hier eure Dateien. Und das Erste, was ihr macht, ihr löscht den Meta-Info-Ordner. Achtung, Vorsicht, Minecraft sollte dabei nicht geöffnet sein, denn das ist auch eine Fehlerquelle, wo zum Beispiel viele Blackscreens kommen. Also Minecraft muss auf jeden Fall geschlossen sein, auch nicht mal der Launcher darf geöffnet sein. Also löscht ihr einfach den Meta-Info-Ordner. Ja, Ding. Und jetzt ist er gelöscht und was macht der jetzt? Ihr markiert einfach alle Dateien und zieht sie per Drag-and-Drop einfach hier rüber. Klickt OK, müsst ihr nichts mehr ändern und ihr habt es drin. Jetzt schließt ihr beide. Das war es eigentlich schon. Jetzt gucken wir mal, ob es auch funktioniert hat. Hoffentlich hat es funktioniert. Und jetzt haben wir einen Minecraft Launcher. Passwort ist schon drin. Beta 1.7, bla bla. Alles gut. Und es hat funktioniert. Jetzt gehen wir mal in meine Testwelt mit einem geilen Seed, heißt Rough Source. Und klicken auf Play Selected World. Und was passiert? Wir haben hier oben die Zen Minimap. Komischerweise stehe ich auf einem Baum. Das hat nichts mit dem Mod zu tun. Wohl eher, dass diese Map ein bisschen krank ist. Aber ihr seht hier oben, ich habe hier die Map und ich kann hier, habe verschiedene Funktionen, jetzt weiß ich leider nicht mehr, was man da genau machen kann. Jetzt habe ich hier zum Beispiel meine Option, die aktiviert ihr mit M. Display Coordinates, also dann werden die Koordinaten eingeblendet. On, off, seht ihr da. Hide Minimap, ihr könnt sie auch verstecken. Dynamic Lighting, Terrain Depth geht auch.
Welcome Screen könnt ihr ausmachen. Ich mache ihn jetzt aus. Threading, weiß ich nicht, was das ist. Color könnt ihr schwarz oder weiß machen. Also die Farbe ändern. So ein bisschen oldschool-mäßig, radarmäßig, Nether Points. Das weiß ich nicht. Und Cave Map. Das ist ein neues Feature. Das hatte ich in der 10.6er Version nicht. Und jetzt seht ihr hier, wo hier Höhlen sind. Leider nehme ich wieder mit Camtasia Studio auf, wie ihr es ja schon kennt. Und deshalb laufe ich hier auf Bäumen rum. Ich wollte. Ah, scheiße. Eigentlich wollte ich sagen, deshalb ruckelt es ein bisschen. Ich bin halt einfach zu faul, um Traps zu öffnen. Ihr seht, die Map ist ziemlich geil. Viele Überhänge und so. Und jetzt können wir hier hingehen und sehen, dass zum Beispiel hier drin eine Höhle ist. Das ist jetzt schwarz markiert. Irgendwie laufe ich gerade voll scheiße. Egal. Also, das sollte ja eigentlich auch nur ein Tutorial sein. Und hoffentlich hat es euch gefallen. Ich fasse einfach nochmal zusammen, wie ich es bei jedem Video von mir mache. Erstmal beenden wir Minecraft. Alter 4. So. Also, ihr ladet euch die Map auf dieser Seite herunter. Geht in eure Downloads, da ist sie dann. Dann fügt ihr diese RAR-Datei in die Minecraft.jar, die ihr mit Win mit dem Archiver öffnet. Die öffnet ihr auch mit WinRAR und zieht es dann halt per Drag and Drop rein. Davor müsst ihr noch den Meta-Inf-Ordner löschen. Das war ein kurzes, saftiges Tutorial von mir. Ciao, das war's, der Philipp mit F von Red Zone. Bis zum nächsten Minecraft-Tutorial.